willkommen, ihr seht Spätvorstellung das Kinomagazin. Wir stellen euch heute das Musical La La Land vor. Die junge Schauspielerin Mia und der leidenschaftliche Jazzmusiker Sebastian träumen beide von einer großen Karriere. Doch trotz ihrer Ambitionen hatten sie bislang keinen Durchbruch und müssen sich mit Nebenjobs durchs Leben schlagen. Nachdem sie sich mehrmals zufällig begegnet sind, verlieben sie sich schließlich ineinander. Doch ihre Beziehung wird schon bald auf eine harte Probe gestellt. Und wann bist du damit durch? Tja, wenn wir fertig sind, gehen wir ins Studio und dann gleich wieder auf Tournee. Dann können wir also nur versuchen, so oft es geht, uns zwischendurch zu sehen. Magst du denn die Musik, die ihr spielt? Du hattest einen Traum, der dir am Herzen lag. Das ist der Traum! Nur ist das nicht dein Traum! Wir sind mittendrin in der Award-Season und in diesem Jahr gibt es ja einen ganz klaren Favoriten, nämlich La La Land. Bei den Golden Globes hat er ja 7 Nominierungen gehabt und auch alle 7 Globes abgeräumt, was bisher noch kein anderer Film geschafft hatte. Und das auch wirklich völlig zu Recht. Und jetzt hat er ja sogar 14 Oscar-Nominierungen bekommen. Ja, was ja bis jetzt auch nur die Filme Titanic und Alles über Eva geschafft haben. Genau. Und auch die Nominierungen gehen alle auch völlig in Ordnung. Denn La La Land ist wirklich ein ganz, ganz außergewöhnlicher Film, der halt so diesen Zauber und die Magie des Kinos zurückholt. Ja, total. Und also, was ich auch richtig stark fand, war die Eröffnungssequenz, wo wirklich hunderte von Menschen auf der Autobahn auf den Autos da rumgetanzt sind. Und allein diese Choreografie und wie die Kamera über diesen Leuten auch schwebte und es auch gar keinen Schnitt gab. Und hier ist es das erste Mal, dass sich die beiden Hauptfiguren Mia und Sebastian treffen. Genau. Und von da an erzählt halt der Film ihre Geschichte weiter, also teilweise mit Rückblicken, dann eben auch so ein Kapitel eingeteilt, was halt wirklich perfekt funktioniert. Und auch sehr beeindruckend ist halt, wie sofort irgendwie auch rüberkommt, dass beide halt so einen Traum verfolgen. Also sie halt wirklich dafür brennt, Schauspielerin zu werden, er halt irgendwie die Leidenschaft halt für den Jazz hat und generell springt halt dieser Funke einfach super schnell auf den Zuschauer über, weil man selber so über seine eigenen Träume und so die Vorstellung vom Leben halt nachdenkt. Und dann ist halt eben auch sehr interessant zu sehen, wie die beiden halt damit irgendwie versuchen müssen, also ihre Beziehung und ihre Träume halt zu verwirklichen, das zu vereinbaren. Und dann geht es halt auch um verpasste Chancen und Dinge, die man vielleicht in seinem Leben hätte anders machen sollen. Und das Ganze wirkt ja erstmal wie so eine wirklich klassische Standardgeschichte. Aber das wirklich Starke an dem Film ist, wie das Ganze halt aufgelöst ist. Ja, definitiv. Und an alle, die mit dem Genre Musical jetzt nicht so viel anfangen können, keine Sorge, es ist jetzt kein klassisches Musical. Also es werden jetzt nicht nur irgendwie Gesangs- und Tanzszenen gezeigt, sondern es wird auch wirklich eine Geschichte in sich geschlossen erzählt. Und ich finde, gerade das macht dieses Musical auch so besonders. Mhm. Und der Film wird auch wirklich durch die beiden Hauptdarsteller Ryan Gosling und Emma Stone getragen. Absolut. Also die beiden haben ja schon zusammen in den Filmen Gangster Squad und Crazy Stupid Love gespielt und harmonieren halt einfach perfekt miteinander. Absolut. Also besonders Emma Stone, finde ich, sticht hier sehr positiv hervor. Ich fand sie auch ein bisschen besser als Ryan Gosling, da sie die Emotion noch besser rübergebracht hat. Ja. Also besonders in den Szenen, wo sie auch mal geweint hat oder sehr viel Emotion generell gezeigt hat, war ich so mitgerissen, dass ich ihr das absolut abgekauft habe. Absolut. Also Ryan Gosling hat auch überragend gespielt, die Oscar-Nominierung für den besten Hauptdarsteller auch völlig zurecht. Definitiv. Aber in diesem Jahr hat er wahrscheinlich ein Problem, nämlich Casey Affleck in Manchester by the Sea, weil Casey Affleck hat wirklich eine absolut phänomenale Leistung geboten. Also er hat ja eine sehr auch traurige, melancholische Rolle, aber er war einfach in dieser Figur zu 100% drin. Und Ryan Gosling, auch wenn er halt gut war, glaube ich, hat halt nicht so diese wirklich überragende Leistung gebracht, die Casey Affleck gebracht hat. Deswegen glaube ich halt, dass Ryan Gosling bei den Oscars leer ausgeht. Ja, aber bei Emma Stone sind wir uns, glaube ich, einig. Definitiv. Also sie ist wirklich unsere Favoritin in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin und wird da auch ganz sicher gewinnen. Wird mit Sicherheit der große Abräumer bei den Oscars werden. Also die Oscars für Film, Regie, Hauptdarstellerin, dann Produktionsdesign, Musik, Filmsong, würde ich mal sagen, sind sicher. Dann gibt es aber auch solche Wackelkategorien wie zum Beispiel Drehbuch, Kamera, Schnitt, wo er gewinnen könnte, aber es auch wirklich sehr starke andere Filme gibt. Dennoch hat Regisseur Damien Chazelle, der ja zum Beispiel Whiplash geschrieben und inszeniert hat, hier einen absolut phänomenalen Film geschaffen, der einen von Anfang bis Ende mitreißt, vereinnahmt. Also La La Land ist wirklich ein Klassiker des modernen Kinos, den man sich mit Sicherheit auch noch in 30 bis 50 Jahren anschauen wird. Also mir hat er wirklich rundum gefallen. Es ist ein perfekter Film und deswegen kriegt er von mir 10 von 10 Punkten.
Ja, und ich glaube auch der Filmsong City of Stars hat wirklich sehr gute Chancen auf den Oscar. Hat auch schon so einen kleinen Ohrwurm bei mir ausgelöst. Also insgesamt fand ich das Musical auch wirklich sehr gelungen. Also es ist so eine Mischung aus, ja, aus altmodischem Musical, wo aber auch viel Modernes drin ist. Ich gebe dem Musical 9,5 von 10 Punkten.